Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Wow, jetzt fühlt es sich wirklich richtig komisch an, mal wieder vor der Kamera zu sitzen. Wie viele von euch wissen, habe ich den Job gewechselt und es ist ja doch einfach eine ganz schöne Umstrukturierung des Alltags, weshalb ich es einfach auch die letzten 2 Wochen nicht richtig geschafft habe, regelmäßig Videos hochzuladen. Und jetzt bin ich ein wenig angeschlagen. Wir hatten Inventur im Kühlhaus, also 0 bis 2 Grad. Und ich habe mich schon richtig dick eingepackt, aber es scheint nicht ganz geholfen zu haben. Ich hoffe, dass es, mein Körper das irgendwie bekämpfen kann und ich nicht krank werde. Drückt mir die Daumen. Heute bin ich hier, um euch meinen Lesemonat vorzustellen. Und weil ich es eben nicht geschafft habe, die Videos alle so rechtzeitig hochzuladen, wird es quasi ein Lesemonat und ein Sub-Abbau-Challenge-Video werden. Ich habe ja gemeinsam mit Lena entschieden, dass wir die Sub-Abbau-Challenges weitermachen. Und es wird auch nochmal ein Video geben, wo ich euch die Challenges, die wir gesammelt haben in unserem Livestream, den Livestream verlinke ich euch unten in der Infobox, die Aufgaben gesammelt haben. Lena hat die ganz tapfer mitgeschrieben. Und falls ihr einfach Inspiration für Aufgaben sucht, dann habt ihr da quasi ein Sammelsurium. Und wir haben entschieden, immer quasi 2 Aufgaben aus diesem Sammelsurium auszuwählen und eine Farbe pro Monat. Das heißt, es gibt immer ein Buch, das eine Farbe hat. Das ist quasi so individuell, dann hat man 3 Bücher zur Auswahl und man oder 3 Aufgaben zur Auswahl und man kann dann gucken, was passt für einen am besten. Möchte man wirklich 3 Aufgaben machen? Möchte man nur eine Aufgabe machen? Das darf jeder entscheiden, wie er möchte. So, aber ich denke, wir fangen als erstes mit meinem Lesemonat an. Ich habe diesen Monat 1, 2, 3, 4, 5 Bücher beendet. Den Großteil habe ich tatsächlich gehört, muss ich sagen. Schande auf mein Haupt. Ich habe es nicht anders hinbekommen. Das war das Problem. Ja, ich habe ganz, ganz viel auf BookBeat gehört, eigentlich alles. Und ich habe diesen Monat wieder die Ehre oder das Vergnügen, euch den Code zur Verfügung stellen zu können. Das durfte ich eine Zeit lang nicht. Jetzt darf ich es wieder. Darüber freue ich mich auf jeden Fall auch sehr. Deswegen guckt auf jeden Fall in der App vorbei. Ich liebe diese App. Ich blende euch hier auch gleich nochmal ein, wie quasi das aussieht. Ich feiere zum Beispiel, also mein Lieblingsgadget an dieser App ist tatsächlich der Sleep Timer, weil man einfach, wenn man dann am nächsten Tag oder wenn man Mittagsschläf hält und man hat dabei den Sleep Timer laufen lassen, dann kann man einfach gucken, man hat quasi wie, Annie, was machst du da eigentlich? Ich muss Annie mal kurz, weil sie fällt jetzt gleich vom Sofa. Ich gehe sie mal retten und schimpfen, weil sie immer Unfug macht. Also mein Lieblingsgadget, wow, dank Annie ist jetzt irgendwie mein Faden völlig lost. Also mein Lieblingsgadget an BookBeat ist eben dieser Sleep Timer, weil man, wenn man dann eben nach dem genutzten Sleep Timer weiterhören möchte, einfach nochmal einen extra Verlauf hat, der quasi nur so lang geht, wie der Sleep Timer war und man kann dann einfach quasi hören, wo man war und ab da wieder weiterspielen lassen. Und das feiere ich total, weil mir geht es ja meistens so, ich nutze den dann wirklich, um einzuschlafen. Ich weiß ja dann gar nicht, wo ich nicht mehr zugehört habe. Und das finde ich ja dann auch nicht, weil ich merke mir auch keine Zeit. Und so kann ich einfach hören, ah ja, das kommt mir bekannt vor oder nein, das kommt mir nicht bekannt vor. Und dann slide ich so rechts und links. Und man muss auch sagen, dass BookBeat wirklich eine riesengroße Auswahl hat an Büchern. Und ich nutze ganz oft tatsächlich die Suchfunktion. Ich höre ja größtenteils Bücher, die ich halt auf dem Sub habe. Falls ihr aber Inspiration sucht, gibt es ganz viele unterschiedliche Genre oder Suchmöglichkeiten, mit denen ihr quasi euch inspirieren lassen könnt. Es gibt auch immer BookBeat empfiehlt für dich oder dem meist gehört auf BookBeat oder sowas in die Richtung, falls ihr da eben vorbeigucken wollt. Wie gesagt, ich blende euch hier mal so kleine Screenshots ein, dann seht ihr das. Und ja. Genau, mit meinem Code RubyRedBooks könnt ihr 8 Wochen gratis BookBeat hören. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß mit der App. Und jetzt zeige ich euch, was ich hauptsächlich gehört habe im Dezember. Ganz viel gehört habe ich im Dezember einfach aus dem Grund, weil ich keinen Nerv hatte zu lesen. Es gibt genau ein Buch, das ich gelesen habe. Und ein halbes, das ich euch aber nicht zeigen kann, weil ich es noch nicht beendet habe. Ja, genau, jetzt sehe ich gerade, dass ich den Stapel falsch rum auf meinem Schoß habe, weil wir machen das ja immer chronologisch. Also was ich zuerst beendet habe im Dezember, zeige ich auch immer zuerst. Und das erste Buch ist Shape of Love von Marina Neumeier. In dem Buch geht es um Cleo und um, wie heißt er nochmal?
Steht hier gar nicht. Doch, steht da irgendwo. Alessandro, meine Güte, wie konnte ich das vergessen? Alessandro. Wow. Wow, wow, wow. Okay, dafür, dass ich den Namen des Protagonisten vergessen habe, dafür ist mein Siebhirn gerade aktuell verantwortlich. Das muss ich wirklich sagen. Auch privat geht mir gerade einiges unter. Aber das ist für mich definitiv ein Highlight noch im Jahr 2022. Und Leute, die meine Videos verfolgen, wissen, Highlights gab es dieses Jahr nicht so viele. Das hier ist aber eins. Definitiv. Was für ein cooles Buch. Es geht eben um Cleo. Cleo ist etwas stabiler, fühlt sich aber generell eigentlich ganz wohl in ihrer Haut. Und sie hat Mode studiert oder studiert noch Mode und darf jetzt zum Praktikum bei Ornella Russo. Und ja, dort gibt es so einige Schwierigkeiten, über die sie, ja, mit denen sie kämpfen muss. Und sie wohnt dann bei ihrer Vermieterin, die hat so ein Mehrfamilienhaus und vermietet es an ganz unterschiedliche lustige Leute. Also es sind ganz unterschiedliche Charaktere in dem Haus untergebracht. Und kurze Zeit, nachdem sie ankommt, kommt auch der Enkel der Vermieterin zurück, Alessandro. Und Alessandro hat auch ein Problem. Welches müsst ihr hier drin selber lesen, aber ich finde, es werden so wichtige Themen hier drin behandelt. Es geht ganz viel um den Körper, um das Gefühl, um die Wahrnehmung und es ist wirklich richtig, richtig interessant und gut geschrieben. Ich finde, Marina hat hier wirklich ein Meisterstück abgeliefert. Wirklich, wirklich. Ich liebe dieses Buch. Ich will es auch auf jeden Fall nochmal lesen, weil ich finde die Message da drin so wichtig. Deswegen guckt euch das auf jeden Fall gerne an, falls ihr es noch nicht kennt. Gibt es auch bei BookBeat zu hören, falls ihr nur mal reinhören wollt und nicht wisst, ob es was für euch ist. Es ist definitiv ein New Adult-Roman, aber wirklich zauberhaft geschrieben und absolut wichtig, finde ich. Dann habe ich auch größtenteils gehört tatsächlich Never Be My Date von Kate Correll. Hier geht es um Cameron und Cameron trifft auf seinen Doppelgänger. Und glücklicherweise, oder vielleicht auch nicht, ist Camerons Doppelgänger stinkend reich und Cameron leider sehr verschuldet, weshalb sein Doppelgänger ihm folgenden Deal anbietet. Cameron soll für Jasper, so heißt sein Doppelgänger, an die, Moment, wie heißt diese Schule, steht es hier? Ja, am Waterbury College quasi studieren. Und dafür übernimmt Jasper Camerons Schulden. Cameron denkt, naja, was habe ich denn zu verlieren, mache ich einfach mal. Einfach, weil sie das Geld so dringend brauchen. Und eigentlich dürfte Jasper, der ja eigentlich auf die Schule gehen sollte, niemandem bekannt sein, denn Jasper war in England auf der Schule vorher und sollte jetzt eben in Amerika studieren. Doch es gibt jemand, und zwar Aspen, und Aspen merkt, dass da irgendwas im Busch ist. Es gibt dann noch eine coole Dating-App, die entwickelt wurde. Eine Art interaktives Dating-Spiel, kann man schon fast sagen. Was wirklich cool gemacht ist, mir hat das Buch wirklich gut gefallen. Es ist jetzt kein Überhighlight, aber es ist ein solides 3,5-Sterne-Buch, würde ich sagen. Es gab so ein paar Dinge, die mich gestört haben. Aber generell hat sich es wirklich gut lesen lassen oder hören lassen in meinem Fall. Und ich fand einfach die Charaktere super spannend. Und ich bin jetzt auch super gespannt, es gibt noch einen zweiten Teil, der erscheint im Sommer, der heißt Never Be My Enemy. Da geht es dann, so wie ich das verstanden habe, um Jasper und eine Freundin von unserer Protagonistin Aspen. Da bin ich gespannt, was da das Geheimnis ist, weil da hätte ich gerne schon in dem Buch mehr erfahren. Aber naja, der Spannungsbogen muss ja umgehalten werden. Nein, aber es ist ein wirklich interessantes Buch mit einer Thematik, die vielleicht einfach mal ein bisschen anders ist durch dieses interaktive Dating-Spiel. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Also so ein solides 3,5-Sterne-Buch und ich möchte hier an dieser Stelle nochmal betonen, ein 3-Sterne-Buch ist für mich ein netter Read, der gut war, an dem ich halt, der kein Highlight war. 4 Sterne ist für mich schon so Highlight-Kategorie, aber da fehlt noch irgendwie so ein Quäntchen zum Highlight. Also wisst ihr, da fehlt noch so irgendwie, da hat der Funke gefehlt. Und 3 Sterne ist für mich wirklich ein gutes Buch, das man schön lesen kann, wo man, also klar, man verpasst vielleicht nichts, wenn man es nicht liest. Das sind ja immer so die Highlight-Bücher, wo man immer sagt, oh Gott, wenn ihr das nicht lest, verpasst ihr was.
Aber es ist trotzdem, ich finde immer, also ich finde, also ich betone das so, weil ich das so schade finde, dass so viele immer 3-Sterne-Bücher blöd finden. Ich finde, 3-Sterne-Bücher ist ein Top-Buch. Also, ja. Deswegen an dieser Stelle das zu diesem Buch. Und wie gesagt, auf jeden Fall lesenswert, falls euch gerade auch so dieses Dating-Spiel interessiert. Ebenfalls auf BookBeat gehört habe ich Ich bin dein Schicksal, Dusk and Dawn 1. Dieses Buch wurde entweder hochgelobt oder eher mit so 2 Sternen bewertet. Ich finde, es ist ein gutes Mittelmaß. Es ist ein tolles Urban Fantasy Buch für zwischendurch. Ich hätte mir gewünscht, dass man hier irgendwie nochmal so eine Aufschrift hat, welche Clans mit welchen wie in Verbindung stehen. Das gibt es leider nicht. Das fand ich ein bisschen schade. Generell geht es in dem Buch um Erin. Erin ist 17, ist vollweise und lebt bei ihrer Oma. Und sie kann die Noctua sehen. Das sind dämonenartige Wesen, beziehungsweise es sind Dämonen, so werden sie in dem Buch jedenfalls betitelt, die über die Leylinien auf die Erde gelangen können. Und unerwartet steht plötzlich Callahan vor ihr, also Cal, der ihr mit 14 quasi das Herz gebrochen hat. Sie hat sich in ihn verliebt, sie fand ihn ganz toll. Er hat ihr den ersten Kuss geschenkt und plötzlich ist er verschwunden und kam nie wieder. Ja, Cal ist ein Alpha, also die, wie nennen sie sich, die Noctua, beziehungsweise die Dämonen werden in unterschiedliche Kategorien eingeteilt. Es gibt die Alpha, Beta, Gamma, Delta, Gamma und Omega. Welche Aufgabe die haben oder warum es die gibt, müsst ihr hier drin selber lesen. Ich finde es generell eine wirklich coole Geschichte. Der Cliffhanger war richtig gemein. Also es war so eine klassische Urban-Fantasy-Geschichte für, ja, junge Erwachsene, würde ich jetzt mal sagen. Aber ich fand es wirklich gut. So ein Buch habe ich mal wieder gebraucht. Ich bin super gespannt auf den zweiten Teil. Ich hoffe, den kann ich bald lesen und ich hoffe, ich vergesse bis dahin nicht so viel. Ja. Und gibt es ebenfalls, habe ich schon gesagt, gibt es auf BookBeat. Naja, das einzige Buch, das es nicht auf BookBeat gibt, das ich gelesen habe, oder ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt als Hörbuch gibt, habe ich hier, das ist das nächste, das ich gelesen habe. Und zwar ist das, dieses hier. Sound of Silence, machen wir wie ein Hase. Nein, das war falsch. War es richtig? Von Maren halt. das habe ich schon relativ früh im Monat beendet. Hä, warum habe ich das denn? Das liegt da falsch. Sage ich gerade noch großspurig am Anfang des Videos, die Bücher sind falsch rumgestapelt, ich lege die immer so rum, wie ich die lese. irgendwie, naja, sei es drum. Dieses Buch habe ich gelesen, ich fand es wirklich richtig gut, richtig gut. Kein richtiges Highlight, aber auch einfach, weil, ich weiß auch nicht. Dazu der letzte Funke gefehlt, aber ein 4,5-Sterne-Buch. Ich habe nämlich eigentlich generell nichts dran auszusetzen, außer dass mir der Funke gefehlt hat. Und was ich wirklich gut fand, ist, dass Maren es geschafft hat, die Sexy Time oder die Spicy Szenen, die es gibt, so zu schreiben, dass man weiß, dass da jetzt gleich was passiert. Und dann war gut. Also sie ist quasi auf eventuelle Szenen gar nicht so genau eingegangen. Und das mochte ich sehr gerne, weil, wie ihr alle wisst, ich lese das nicht so gerne. Genau, worum geht's in Sound of Silence eigentlich? Wir haben einmal Tatum Sullivan und sie fühlt sich nur wohl, wenn es ganz leise ist. Es keine großen, lauten, erschreckenden Geräusche gibt. Fussel! Er ist gerade einfach auf meinen Schreibtisch, von meinem Schreibtisch auf dieses Kallax-Regal und wollte jetzt gerade aufs Bücherregal. Geh runter! Ich weiß nicht, was mit den Katzen heute los ist. Annie liegt jetzt auch gerade schon auf dem Sofa und verdreht so den Kopf, so, um zu gucken, was los ist. Ich gehe ihn mal schnell einfangen. So, weil Fakt ist, er sitzt dann nämlich immer auf dem Bücherregal und kommt nicht mehr wieder runter. Und das ist halt immer schwierig. Und ich habe auch immer ein bisschen Angst, er ist halt doch schon ein bisschen älter, also er ist jetzt schon 12, dass er sich dann wehtut. Vielleicht bin ich eine kleine Übermami. Naja, zurück zu Tatum. Also Tatum mag Lärm überhaupt gar nicht, kann ihn schwer ertragen, das wollte ich sagen. Und kriegt dann auch Panikattacken, wenn es sehr, sehr laut wird oder ein Geräusch sie sehr erschreckt. Und da sie vorher in New York gelebt hat mit ihrer Familie, sind die mit ihr nach Golden Oak gezogen.
eine kleine, beschauliche Kleinstadt, Dorf. Und dort ist halt viel Wald und Ruhe. Und sie, ja, kommt da zur Ruhe, fühlt sich dort wohl und kann dort mit ihren Ängsten am besten leben. Tja, und plötzlich kommt Dash Adams angefahren mit seinem lauten SUV und der lauten Musik, weil er nur die laute Musik liebt und er Gedankenkarussells kriegt und nicht mit der Stille leben kann. Also er kriegt Gedankenkarussell, wenn es quasi zu leise wird. Und deswegen liebt er die laute Musik. Er ist selber auch DJ. Und ja, für ihn ist das quasi sein Ventil, die Trauer und die Schuldgefühle, die ihn begleiten, zu unterdrücken. Was die beiden denn dann für ein Problem jeweils haben und wie sie sich einander ja, anfreunden, müsst ihr drin selber lesen. Ein ganz tolles Buch. Und das sind übrigens die beiden Protagonisten, von denen ich gesprochen habe. Ist das nicht hübsch? Ich finde es total schön. Also ein Buch, das mich wirklich irgendwie in mein Herz geschlichen hat, aber noch nicht so ganz der Funke umgesprungen ist. Ich lese aktuell den zweiten Band dazu. Den seht ihr dann in einem anderen Video noch. Ja, also die Reihe kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen. Absolut Highlight-Potenzial. Auch wenn für mich der letzte Funke gefehlt hat. Auf jeden Fall sehr berührende Geschichten, finde ich. Nichts, was man... Ich weiß nicht, was mit den Katzen heute los ist, ehrlich. Vielleicht, weil sie das erste Mal seit einer Woche mal wieder richtig ins Wohnzimmer dürfen. Keine Ahnung. Mugli hat heute früh schon im Bad gespielt, wie bekloppt. Dann drehen die Kleine heute ständig durch. Die ist heute den Flur hoch und runter gesprintet, wie verrückt. Und wie gesagt, Fussel wollte jetzt erst aufs Bücherregal und jetzt war er gerade hier am Kratzbaum und hat mit so einem Ball gespielt, der am Kratzbaum hängt, der ein Glöckchen dran hat, falls ihr das gehört habt. Keine Ahnung. So, zurück zum Buch. Schaut euch das wirklich unbedingt an, weil ich finde, das sind Geschichten, die man nicht immer wieder in den Büchern liest, die wirklich einzigartig sind, die aber auch sehr bedrückend sein können. Also falls ihr da gegebenenfalls... Fussel, ich sag hier gerade was Wichtiges. Das ist doch Mobbing von meinen Katzen, oder? Und jetzt ist er auch noch hinter das Sofa gehoppt und kommt nicht wieder vor. Mann. Also... falls ihr vielleicht das ein oder andere Problemchen mit so sehr tiefgründigen oder bedrückenden Geschichten habt, dann lest euch auf jeden Fall vorher nochmal die Triggerwarnung durch. Aber falls euch das nicht belastet, sage ich jetzt mal, oder nicht triggert, dann sind die Bücher auf jeden Fall was für euch. So. Ich weiß nicht, was heute los ist. Es macht mir Angst. Okay, und zu guter Letzt habe ich noch gelesen, beziehungsweise auch gehört, Der Hexenzirkel ihrer Majestät von Juno Dawson. Ein sehr interessantes Buch, würde ich mal sagen. Also ich habe eine Weile gebraucht, um reinzukommen. Ich habe auch extra nochmal nachgeguckt. Leider ist es nicht so, dass es hier irgendwie so eine Übersicht gibt, wer mit wem wie zusammenhängt. Das hätte ich mir nämlich gewünscht. Tatsächlich immer mal wieder so ein Plan. Ah ja, das ist die Schwester von der und die ist dann so mit dem verwandt. Das gibt es leider nicht, das müssen wir uns gut merken. Es geht hier in dem Buch generell erstmal um Freundin. Sind es vier? Sind es nicht fünf? Okay, es sind vier Freundinnen. Ich dachte, es wären fünf. Ein ganz, ganz tolles Buch, in dem sehr viele queere Themen abgehandelt werden. Benannt werden. Ich habe immer Angst, da was Falsches zu sagen, deswegen tue ich mich auch so schwer. Wahrscheinlich war es jetzt auch völlig falsch. Aber es geht einfach auch, also es geht um, es werden sehr viele wichtige Themen behandelt. Vielleicht sagen wir es einfach mal so. Es gibt eine schwarze Hexe, die einen Hexenzirkel extra für Hexen of Color gegründet hat. Es gibt eine, und sie ist auch mit einer Frau liiert. Es gibt ein, das begabte Kind, um das es hier auch hauptsächlich geht, das ein Transkind ist. Es geht um Akzeptanz unter den Frauen, also viel auch um Feminismus. Es geht um viele, viele wichtige Dinge. Ich weiß gar nicht, wie ich das sonst anders zusammenfassen kann. Und das Ganze zusammengepackt in einem fantastischen Roman, der absolut begeisternd ist. Also auch hier kein richtiges Highlight. Aber nah dran, es kratzt dran, genauso wie Sound of Silence, muss ich sagen. Es geht eben um
Niamh, Niamh, ich weiß nicht genau, wie man sie ausspricht. Also man schreibt sie N-I-A-M-H. Es geht um Leonie, Helena und Elle. Und sie sind seit ihrer Kindheit quasi miteinander befreundet. Hat so ein bisschen Desperate Housewives-Flair, aber nur so im Entferntesten. Haben alle zusammen im großen Krieg gekämpft. Und jetzt kämpft jeder mit seinen eigenen Problemen. Also Helena ist quasi jetzt Hohepriesterin, hat ihren magischen Mann, also auch ein Hexer, im Krieg verloren. Tut quasi alles, um den Hexenzirkel ihrer Majestät, also den Him, zu retten und zusammenzuhalten. Dann haben wir Leonie, die eben für ihren Zirkel kämpft, der nur Hexen of Color aufnimmt oder größtenteils Hexen of Color aufnimmt. Dann haben wir eben Ich hatte immer das Gefühl, man hätte Niamh gesagt, aber das ist, glaube ich, falsch. Die quasi auch ihre große Liebe verloren hat, der aber keine magischen Fähigkeiten hatte. Und sie, ja, bekommt auch eine besondere Rolle in dem Buch. Dann haben wir noch Elle, und Elle ist mit einem Nicht-Magier verheiratet, aber plötzlich zeigt ihre Tochter magische Fähigkeiten. Und wie diese vier alle für sich und vielleicht auch für ihre Freundschaften kämpfen, müsst ihr drin selber lesen. Es ist wirklich ein cooles Buch, das einfach wirklich viele wichtige Themen benennt. Und ich muss tatsächlich sagen, mich hätte das Buch gar nicht so unbedingt angesprochen. Ich weiß nicht wieso, aber ich glaube, es wäre mir irgendwie untergegangen. Aber es ist wirklich ein richtig gutes Buch, und da erscheint jetzt im Mai, glaube ich, der zweite Band. Und da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, weil der Cliffhanger hier drin ist sehr fies. Wobei zumindest so der eine Handlungsstrang erstmal abgeschlossen ist, was ich schon mal ganz gut finde. Aber ich bin trotzdem gespannt, wie es mit den Vieren weitergeht. Und jetzt kommen wir zu den drei Aufgaben aus der Challenge. Und zwar haben wir einmal ein dünnes Büchlein, ein neues Buch und die Farbe Weiß. Und ich habe mich für Folgendes entschieden. Dieses Buch habe ich völlig überraschend von einer lieben Freundin von meiner Amazon-Wunschliste geschenkt bekommen. Und das steht schon so lange auf meiner Wunschliste, weil es hier auch um Studentenverbindungen geht und um die Universität. Und irgendwie finde ich das halt mega spannend. Und deswegen möchte ich das auf jeden Fall im Januar lesen. Ich lese euch hier mal den Klappentext vor. Endlich unabhängig, endlich frei. Als Harper an der University of Oxford angenommen wird und damit ihrer lieblosen Pflegefamilie entkommt, scheinen all ihre Träume zum Greifen nah. Vor allem, als sie mit der Zusage auch die Einladung erhält, den berüchtigten Diamonds beizutreten. Eine Studentenverbindung, die ihren Mitgliedern Macht und Einfluss verspricht. Ohne zu wissen, worauf sie sich wirklich einlässt, muss Harper am Spiel der vier Farben teilnehmen. Dabei kann sie nicht nur alles gewinnen oder alles verlieren, sondern steht plötzlich auch ihrer Vergangenheit gegenüber. Lesen kann ich also! Finley, der sie vor Jahren im Stich ließ und sie jetzt vor den Diamonds und der tödlichen Magie der drei weiteren Studentenverbindungen Cross, Hearts und Spendes warnt. Doch wer ihr Herz so gebrochen hat wie Finlay, ist der Letzte, dessen Rat Harper befolgen würde. Klingt mega spannend. Und wie gesagt, das kam tatsächlich gestern völlig überraschend per Post. Ich habe mir Schuhe bei Amazon bestellt, also Brautschuhe. Und dachte, nee, da können ja keine Brautschuhe drin sein. Was ist das für ein Karton? Und dann kam dieses schöne Stück hier raus. Und deswegen möchte ich es auch einfach gleich lesen, weil ich mich mega drüber gefreut habe. Und sehr hoffe, dass es mir gefallen wird. Und an dieser Stelle nochmal vielen Dank, liebe Jenny, dass du es mir geschenkt hast. Als weißes Buch habe ich mir einen ziemlichen Klopfer ausgesucht, und zwar dieses hier. Flash and Fire. Liebe kennt keine Grenzen. Weil ich ziemlich sicher eine Woche geschäftlich weg sein werde, also nicht zu Hause, und ich nicht weiß, wie genau mein Hotel ist und wie ich meine Abende verbringen werde. Und dann dachte ich mir, komm, da kannst du dir ein dickes Buch aussuchen, weil da hast du eigentlich viel Zeit zum Lesen. So viel in der Theorie, mal gucken, ob ich das schaffe. Das ist der zweite Band einer Reihe von Jennifer L. Armentrout, und es geht hier um Poppy. Und Poppy ist quasi die Auserwählte, die Jungfräuliche. Sie darf von niemandem berührt werden, muss sich immer verschleiern und hat eigentlich gar keine Lust darauf und ist aber ziemlich vereinsamt.
Lange Rede, kurzer Sinn, auf jeden Fall eine richtig coole Geschichte in Band 1 und ich hoffe, dass mich Band 2 auch wieder so begeistern kann. Und als dünnes Büchlein habe ich mir das hier ausgesucht. Das habe ich schon mal in einer Challenge lesen wollen und es nicht geschafft. Und jetzt habe ich es mir aber nochmal vorgenommen, weil ich dachte, also da kann ich doch gar nicht so lange brauchen. Und eigentlich juckt es mich auch so ein bisschen in den Fingern, weil ich gerne Cruella de Vils Geschichte lesen möchte. Ja, deswegen habe ich mir dieses hier ausgesucht. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, welche drei Bücher ihr euch aussucht oder ob ihr nur zwei Bücher auswählt und welche Aufgabe ihr am coolsten fandet. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt ein gesundes neues Jahr, viel Spaß und viele gute Bücher für 2023. Und ja, fühlt euch gedrückt und bis zum nächsten Video. Ciao ihr Lieben!